Es kommt da ja noch eine weitere Affäre hinzu. Ein Abgeordneter, Klaus-Peter Wiltsch, hat seinen 60. Geburtstag gefeiert und das abstandslos Party gemacht, mit anderen Worten. Und das kommt natürlich beim Bürger sicherlich auch nicht gut an. Eine Feierrunde mitten in der Pandemie. Zu sehen der CDU-Bundestagsabgeordnete Klaus-Peter Wiltsch. Es soll sein 60. Geburtstag sein, den er Ende Februar zusammen mit mindestens 12 Personen offenbar ausgelassen feiert. Dafür hagelt es jetzt Kritik, vor allem von der hessischen SPD-Landtagsfraktion. Wiltschs Verhalten sei dreist und instinktlos. Verboten war die Feier nicht. In Hessen galt zu dem Zeitpunkt nur die dringende Empfehlung, den Kontakt auf eine Person außerhalb des eigenen Haushalts zu beschränken. Der CDU-Politiker verteidigt sich. Er hätte den Abend nur mit seiner Familie verbracht. Unangekündigt seien dann Freunde vorbeigekommen. Und dass ich damit meiner Vorbildfunktion nicht gerecht geworden bin, bedauere ich. Nach der Maskenaffäre um Löbel und Nüsslein wieder ein CDU-Politiker, der in die Kritik gerät. Und jetzt hat auch noch der Thüringer CDU-Bundestagsabgeordnete Hauptmann sein Mandat niedergelegt. Auch er soll in umstrittene Maskengeschäfte verwickelt gewesen sein. Ob er allerdings auch finanziell profitiert hat, ist noch unklar. Bis heute Abend 18 Uhr soll jeder Unionsabgeordnete eine Erklärung abgeben, ob er an Deals mit Corona-Schutzausrüstung Geld gemacht hat. Die Vorwürfe gegen CDU-Abgeordnete kommen für die Union denkbar ungelegen. Am Sonntag wählen Baden-Württemberg sowie Rheinland-Pfalz. Und in Hessen sind Kommunalwahlen. Möglicherweise also kein Zufall, dass das Geburtstagsvideo des hessischen Politikers Wiltsch ausgerechnet jetzt erscheint. Bis heute Abend 18 Uhr müssen alle Unionsabgeordneten schriftlich unterschrieben, bekannt gegeben haben, waren sie zugegen bei irgendwelchen Deals oder eben nicht. Wie ist denn da der Rücklauf aktuell, Michael? Ja, im Moment haben wir noch keine Zahlen, aber es sollen vor 18 Uhr offensichtlich schon Statements geben der Fraktionsführung, also von Ralf Brinkhaus und Alexander Dobrindt. So scheint es zumindest geplant zu sein. Und ich denke mir, hinter den Kulissen wird jetzt weiter noch eingesammelt. Und diejenigen, die vielleicht diese Ehrenerklärung noch nicht unterschrieben haben, da wird hinterher telefoniert und gefragt, was ist da los. Also man möchte sozusagen den Maskenrafken-Sumpf offensichtlich tatsächlich komplett ausdrucken, ein Zeichen der Selbstreinigung sozusagen auch der Öffentlichkeit präsentieren, die brutalstmögliche Aufklärung zumindest darstellen. Also mit anderen Worten, ja, die Affäre austreten kurz vor den beiden Landtagswahlen, das ist nämlich hochgefährlich. Die Umfragen sagen ja, dass die Union doch massiv an Zustimmung da verloren hat in den letzten Wochen. Das ist ein herber Schlag ins Kontor und 75% der Bevölkerung sagen ja auch laut Umfragen, dass das auch Folgen hat für die Bundestagswahl. Also eine Riesenkrise für die CDU und CSU. Michael, danke schön.